force entre le ciel et la terre dont nous n'étions pas conscients jusqu'à présent? Y a-t-il des personnes qui se servent de ces forces dans un but bien précis? Man hat sofort das Vertrauen. Es ist unglaublich, wie er ihm zulässt. Er ist einfach eine bodenständige Person. Völlig geerdet. Er ist nicht irgendwie eine abgehobene Person, nicht ein abgehobener Mensch, der irgendwo fliegt. Man darf das einfach annehmen. Und Freude haben, dass einem jemand hilft. Aber erklären kann man es nicht. Dans sa consultation, Alexander Volanten reçoit des gens qui cherchent de l'aide pour des situations de vie très différentes. Die Wesenheit, die durch mich arbeiten, die Energie, die wissen eigentlich die ganze Geschichte von der Person oder was die gerne möchte. Es kommt immer darauf an, was die Person auch selber möchte, in der Form von Bereitschaft. Was will sie wahrnehmen, was will sie annehmen, was will sie bewegen. La famille Klaus expérimente comment Alexander Volanten peut aider pour des maux physiques. Le pédiatre a diagnostiqué une faiblesse visuelle sur l'œil droit au jardin d'enfants chez leur fille Livia. Pour la médecine allopathique, il n'y a aucun espoir pour l'œil droit de Livia. La famille Klaus se rend chez Alexander Volanten. Il soigne Livia dans son cabinet. Was mir beeindruckt hat, ist gsi, was ich sofort gesehen hat. Ich sehe Farben, die ich davor nicht mehr gesehen habe. Schon gerade dort im Zimmer. Ich fach super, es geht mir besser. Ich gehe mir gerne zu. Heilen ist für mich vielleicht nicht das richtige Wort. Da bin ich vorsichtig. Wenn jemand körperlich etwas hat, ist es ein Symptom. Aber grundsätzlich braucht es einen Grund dazu, wieso wir überhaupt die Symptome haben. Und die Energie oder die Wesen, die durch mich so unterstützen, das immer auf den Grund gehört. Frank Frickmann est médecin anesthésiste et spécialiste de la douleur dans le réseau de l'hôpital de Fribourg. Lorsqu'aucune radiographie ni test de laboratoire ne servent plus à rien, il envoie les patients chez Alexander Volanten. Was ich eben Herrn Volanten sehr, sehr schätze, womit ich auch Zusammenarbeit gesucht habe, die ich mit ihm führe, ist, dass er eine extrem gute diagnostische Fähigkeit hat. Also er spürt den Patienten, den Menschen und vor allem die Verbindung daraus spürt er, wo das Problem ist und kommt dem sehr schnell auf die Spur, ohne dass er großartige, wie wir Schulmediziner, Geräte oder Untersuchungen anstellen muss. Ronny Corpato est en route avec sa sœur Caroline dans la région de Gantrich. Il y a un an, les médecins ont diagnostiqué chez le propriétaire de magasin de sport un cancer des testicules, avec des métastases dans les poumons. Les médecins préconisent de sérieuses mesures contraignantes. Au lieu de cela, Ronny Corpato cherche de l'aide chez Alexander Volanten. Die Tumoren sind auf den Röntgenbildern natürlich nicht mehr sichtbar gewesen. Und die Ärzte haben einfach für das halt auch keine Erklärung gefunden. Natürlich kann es vorkommen, und das habe ich auch schon erlebt, dass Tumoren weg sind oder auch, dass zum Beispiel man nachher das Kreuzband wieder zusammen ist. Die Erfahrung hat man gemacht, aber garantiert man nicht.